Das Cube 215 hat ja nicht überall so einen guten Ruf. Der Preis ist top, da sind sich alle einig. Allerdings heißt es, dass das Bike zu unruhig und zu schwer zu kontrollieren ist. Außerdem ist das große Problem, glaube ich, dass einfach Cube auf dem Bike steht. Thomas ist allerdings sehr überzeugt von dem Bike und ich hatte durch ihn die Chance, das Bike mal eine Session wirklich im Park zu testen. Ich war extrem überrascht, nicht zu vergessen, ich hatte keine Eingewöhnungsphase auf dem Bike, sondern bin direkt draufgestiegen und wir sind losgefahren. Ja, es geht. Wir wandern geht. Okay. Da hast du ein neues Fahrrad? Ja, das ist das neue Bikepark, also das ist von der Firma Bikepark, heißt sonst nichts. Geil! Ja, habe ich hier unten gefunden an der Hütte. Ja, bestimmt irgendeiner vergessen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Okay, ab okay. Geht's! Wieder fast weiter. Okay, okay. Okay. Wo wollen wir hier lang? Was ist? Ah, bisschen loose hier. Okay, cool. Aber eine coole Abwechslung, oder? Wenn da hinten ist, ist das cool, oder? Ja. Aber viel zu progressiv halt das Rad. Kann man sowas gar nicht mitfahren. Nein, nein, nein. Aber warum kann sowas hier? Ne? Ja, genau. Ready? Puh, ja. Freeriding, ja. Yeah. Woo! Nice auf dem Bike. Ja, viel zu progressiv, ne? Ja, geht gar nicht. Geht gar nicht. Also nicht, dass das wieder falsch rüberkommt. Das mit dem Thema progressiv ist natürlich Ironie, denn der Test aus den MTB-News sagt ja, dass das Bike so super progressiv ist und deswegen große Schläge nicht so gut abfedert und direkt an den Fahrer weitergibt und es sich sehr unruhig fahren lässt und. Also, kurze Triggerwarnung hier an euch. Das ist nur Ironie. Ironie an und jetzt Ironie wieder aus. Wir fahren weiter. Windstill. Und wo fahren wir denn? Von hier? Von da oben rum her. Puh. Und hier ist halt noch echt extrem los. Ne? Wenn ich das aufmachen würde, weiß ich nicht. Hier ist ja nur Erde alles. Puh. Du darfst bei hier nur rollen lassen, ja? Ja, genau. Okay. Puh.
Ja. Der Stand im Weg, das muss ich hochtragen. So Leute, ich hoffe, es geht euch wunderbar gut und der kleine Ausflug mit dem Cube 215 hat euch gefallen. Ich will euch natürlich jetzt noch ein Feedback geben, ne? Also ich habe ja ein bisschen was dazu erzählt, dass der Testbericht zum Beispiel von der MTB News ist nicht so gut. Viele haben auch so das Gefühl, ein Cube, das ist irgendwie nichts. Aber Leute, ich muss euch ehrlich sagen, das Fahrrad ist wirklich richtig, richtig gut. Ich würde sagen, wenn ich das jetzt vergleiche mit einem Fahrrad, was so richtig hart auf dem Boden klebt, ist das Norco so das Mittelding. Und danach kommt das Cube, weil das Cube geht echt super, super leicht in die Luft. Ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es läuft super schnell. Also du bist wirklich sehr, sehr, sehr schnell, schnell. Und das Ganze geht super leicht in die Luft. Also ich würde sagen, für Fahrer, die schon ein bisschen erfahrener sind und nicht mehr dieses nur, ich habe einen fahren Downhiller, damit ich jetzt viel Sicherheit habe, ist das Fahrrad auf jeden Fall eine gute Lösung. Vielleicht mag man es ja auch, dass das Ganze einfach spritzig ist, schnell in die Luft geht, dann ist das auch auf jeden Fall das richtige Bike für dich. Und vor allen Dingen ist es das richtige Bike für Leute, die jetzt nicht gerade mal 6.000, 7.000 Euro ausgeben wollen für ein Bike, sondern das Cube 215 gibt es halt schon wirklich richtig günstig. Die Ausstattung kann man ja immer tauschen. Das heißt, man könnte theoretisch mit einem günstigen Rad starten und dann später die Ausstattung ein bisschen verbessern. Also das heißt Fahrwerk und so weiter. Der Thomas hat jetzt schon ein bisschen gehobenere Klasse, aber trotzdem ist das letztendlich halb so teuer wie das Norco. Und ich habe das Norco ja zu einem super Preis bekommen. Aber normalerweise würde ich auch kein 6.000 Euro Downhill-Bike fahren, wenn es das wirklich gekostet hätte. Das heißt, wenn man nicht so viel Geld hat, aber trotzdem unbedingt ein geiles Bike will für einen Bikepark und so weiter und so fort, dann ist es auf jeden Fall eine mega Wahl. Wie das Langzeit-Review ist natürlich vom Thomas, das werden wir ja irgendwann im Laufe des Jahres natürlich erfahren. Aber ich bin ziemlich überzeugt, dass das auf jeden Fall ein cooles Bike ist. Hat mich sehr, sehr positiv überrascht, auch wie schnell ich mich wohl drauf gefühlt habe. Lasst gerne ein Abo da, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, ob es immer so ein teures Fahrrad sein muss oder ob es auch einfach mal ein Cube sein darf. Freue mich, dass ihr dran geblieben seid. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.